Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in dem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr bei dem Zoom H2n die Firmware aktualisiert. Es ist wie gesagt immer mal wichtig, bei dem Hersteller nachzuschauen, ob eine neue Firmware für die Geräte vorhanden ist. Bei dem Zoom H2n gab es da nun schon einige Neuerungen und die möchte ich jetzt einfach mal aufspielen. Dazu geht ihr einfach auf die Seite des Herstellers, Link unten in der Videobeschreibung, ladet euch die neue Firmware herunter, die ist meistens in einer ZIP-Datei vorhanden, entpackt diese Datei und kopiert diese Datei bitte auf eure Speicherkarte. Habt ihr dieses nun getan, nehmt ihr eure Speicherkarte und steckt sie wie gewohnt in das Gerät hinein. Nachdem wir die Karte nun eingesteckt haben, müssen wir das Zoom neu starten, aber nicht auf die normale Art und Weise, sondern folgendermaßen. Mit einem Finger haltet ihr hier diesen Play-Button gedrückt und zieht einfach den Startknopf auf Power. Und schon überprüft das Gerät, ob es eine neue Firmware auf der Karte hat. In diesem Fall sehen wir es. Wir haben auf dem System die Firmware 1.00 und auf der Karte die Firmware 1.20. Jetzt haben wir hier unten einfach nur die einfache Frage, wollen wir die Firmware quasi aktualisieren? Navigieren wir einfach hier mit diesem Seiten-Joystick auf OK und bestätigen das durch Antippen dieses Joysticks. Also auf OK navigieren und bestätigen. Und jetzt wird die Firmware aktualisiert. Wichtig, bitte schaltet jetzt den Rekorder nicht aus, nehmt die Batterien nicht heraus oder dergleichen. Es wäre vielleicht auch sinnvoll, vorher zu überprüfen, bevor man das macht, ob man auch wirklich voll geladene Akkus oder noch intakte Batterien im Gerät hat. Denn wenn hier jetzt was schief geht, könntet ihr euer komplettes Gerät zerstören. Nach einer kurzen Zeit steht dann hier oben komplett. Dann brauchen wir einfach nur noch das Gerät wieder abzuschalten, wie gewohnt. Einen Moment zu warten und es wieder einzuschalten. Und beim Start sehen wir sofort, wir haben die neue Version installiert. So, und wie wir sehen, ist es eine ziemlich einfache Geschichte, hier ein Update durchzuführen. Ich kann es nur jedem zwingend ans Herz legen, immer mal bei seinen Geräten oder bei dem Hersteller der Geräte mal nachzuschauen, ob neue Firmwares vorhanden sind und diese dann auch mal auf die Geräte aufzuspielen, denn man hat dadurch doch einige Vorteile und neue Funktionen dann meistens auf seinem Gerät. So, ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video wieder einigermaßen weiterhelfen. Wenn dem so war, gebt mir bitte einen Daumen hoch und falls euch noch weitere ähnliche Videos zu ähnlichen Themen interessieren, hier unten habe ich euch einige in den Anmerkungen verlinkt. Ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Marc auf YouTube.